Hallo, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen, specialigen Video. Ja, wir machen heute verrückte Instagram-DIY-Tests. Wir haben da so einige Videos gesehen, zum Beispiel Seife zerschneiden. Mit oder einem Sparschäler. Ja, oder Blumenschaum zerdrücken. Mit Glitzer. Das ist so ein ziemlich verrückter Sache. Ich habe Kati schon Angst damit gemacht. Genau, wir machen auch noch Schleim mit Nagellack anmalen. Also wir verstehen nicht so ganz, warum das auf Instagram gehypt wird und wollen es einfach heute mal ausprobieren. Genau, wir wollen gucken, ob das Ganze Spaß macht, wie es sich anfühlt, es selbst zu machen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Schleim. Ich gebe dir Schleim. Okay, Das ist Clear Slime. Perfekt. Genau das Richtige dafür. Ist der noch verschlossen? Nein, ich hab's. Also ich bin mal gespannt, ob wir von einer Sache am Ende richtig begeistert sind und meinen, jetzt sind wir entspannt. Es ist eine tolle Anti-Stress-Variante. Ich habe extra den Nagellack von Essie mitgebracht. Der hat nämlich keinen Pinsel mehr. Das kann man da drauf gießen. Den kannst du einfach da drauf schütten. Achso, ich habe den mal aufgehört. Macht und? Oh mein Gott! Sehr cool. Und jetzt einfach schon verrühren, oder? Ja, ich will vielleicht einen Handschuh anziehen. Ja. Also, ich habe es zwar auch schon ohne Handschuh gesehen, aber da... Handschuh, weil sonst kann ich mir auch vorstellen, dass deine Finger nachher komplett blau sind. Und dann nie wieder... Oh Gott! Ich glaube, die Schüssel, die ist auch jetzt auf ewig. Die Schüssel ist versaut, ja. Muss man mit Nagellackentferner reinigen. Ja. Oder gut. Wir sagen, es ist Kunst. Da gibt es morgen früh Frühstück raus. Ich glaube nicht. Der Schleim sieht so ein bisschen aus wie so eine Plastikfolie gerade, ne? Ich halte ihn mal so. Das ist voll spooky. Da ist er. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das Ganze jetzt trocknet, also wenn... der Nagellack aushärtet, dass der dann auch sich nur mal ganz anders verhält, ne? Ja. Können wir erstmal an eine Seite stellen. Ich muss echt gerade mal husten. Da kommt so eine Wolke her. Vielleicht hätten wir damit nicht anfangen sollen. Wir können den hier einfach an eine Seite legen und dann ganz am Ende des Videos schauen wir nochmal, was daraus geworden ist. Was damit passiert ist. Der klebt nur jetzt ein bisschen hier an den Handschuhen fest. Man muss den zweiten Handschuh nehmen, um ihn wegzunehmen. Hat es Spaß gemacht? Wenn es nicht so extrem stinken würde, vielleicht. Und das draufgießen, Nagellack draufgießen, das hat Spaß gemacht. Guck mal, jetzt löst es sich aber auch so ein bisschen hier. Vielleicht kommt jetzt erst der tatsächliche Effekt. Ich fand das auch wunderschön, wo du den Nagellack draufgegossen hast. Ja, ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal so trocken. Genau. Ich kann das ja an dem Handschuh so dran lassen. Ja, lass mal an dem Handschuh dran, zieh einfach mal aus. Ich zieh meine Hand da raus. Die ist zum Glück noch... Ist es da durchgekommen? Ah, die hier nicht, aber... Ja. So, das lassen wir einfach mal so trocknen. Uiuiui. Das war auf jeden Fall schon mal das erste Experiment. Du hast ja gerade schon gefragt, richtig Spaß hat es nicht gemacht. Und anti-Stress entspannt fühle ich mich jetzt auch nicht davon. Das hat so gestunken und das stinkt immer noch so. Okay, dann würde ich sagen, ist das nächste... Seifenschnitzen! Soap Cutting. Der Hashtag Soap Cutting. Mit einem Sparschäler. Ja, ich nehme mir mal das hier. So, ich probiere es gerade mal so aus. Also so finde ich es schon ganz cool, wenn man so vorsichtig so Streifen für Streifen. Wo muss man das komplette Seifenstück? Das weiß ich nicht. Bei Instagram sind das immer nur so... kurze Videos. Meistens ist die Seife dann natürlich auch super hübsch und innen anders geformt oder anders gefärbt als außen. Aber wir haben jetzt weiße Seife hier. Soll ich es nochmal mit der grünen? Versuch's nochmal mit der grünen. Ah, die ist so ganz trocken, die bröselt einfach so ab. Wo das auch sehr cool aussieht. Guck mal, hier konnte man sind diese kleinen mit dem weißen konnte man so größere Splitter und bei dem hier, es kommt einfach so ein wie so ein Pulver. Oh ja. Oh doch, das oh doch, oh doch, ich muss das sagen, was. Puh, das entspannt mich. Ich hatte daran eigentlich meine größten Zweifel an dieser Idee. Ich finde, man kann das natürlich auch in eine schöne Form schnitzen, habe ich ja auch damals schon mal gemacht. Und dann kann man die verschenken noch, die Seife, wenn man das in eine coole Form geschnitzt hat. Ja. Sieht auf jeden Fall. Also bisher, glaube ich, unser Favorit. Ja. Puh, also das
hat Spaß gemacht, ne? Ja. Ich habe ja auch so ein bisschen dran rumgekratzt. Also, und man kann natürlich diese Späne kann man natürlich auch noch in andere Seife wieder eingießen. Genau, so in oder DIY-Seife. Mit ein bisschen ganz wenig Wasser vermengen und formen. Ja. Das habe ich auch schon mal gemacht. Oder auch so Dekomixe vielleicht im Badezimmer, wenn man sich so eine Schale macht, so reinstreuen, ja, dass es so einen leichten Duft irgendwie. Also alles keine Verschwendung. Finde ich ganz gut. Dann kommen wir schon zu unserer dritten Geschichte. Ja, wir brauchen, glaube ich, gleich nochmal solche Töpfchen. Schälchen, na, ich hole nochmal ein. Solche Schälchen. Also, das hier ist Steckschaum, auch als Blumenschaum bekannt. Und ich gehe davon aus, jeder hat es schon mal auf Instagram gesehen, wer da unterwegs ist. Der wird zerdrückt mit ganz viel Glitzer. Und ist nass vorher. Genau, der ist richtig nass, weil ich kenne den immer so in trocken und im Geschäft drücken immer alle Leute da so Löcher rein, ne? Ja. Also ich habe ihn richtig gut eingeweicht. Fühlt seid ihr sympathischer? Fühlt sich ein bisschen anders an als sonst. Aber die haben ja immer so eine sandige Oberfläche. Ja. Das merkt man auch jetzt noch so. Das stimmt. Okay. Ich würde sagen, wir gießen uns jeweils noch mal ein bisschen Wasser dazu, damit er auf jeden Fall feucht und bleibt. Und es kommt auf jeden Fall noch Glitzer da drauf. Ja. Ne? Ich glaube, ich lege den so andersrum hin. So, ne? Ja. Genau. Welchen Glitzer nimmst du? Ich möchte Pink. Ich nehme Silber. Okay. Ich werde noch ein bisschen Gold darüber machen. Silber, finde ich, sieht schon sehr cool aus. Jetzt noch hier. So. Sehr, sehr hübsch. Soll ich es mal versuchen? Versuch's mal. Soll ich das jetzt mit einer Hand komplett so zerdrücken? Mach mal. Oh, das war schön, also, ein schöner Effekt. Und ne? Es sieht richtig schön aus. Und es sah genauso aus wie bei Instagram. Willst du deinen probieren? Auf jeden Fall. Oh, es fließt runter. Es ist einfach dieser flüssige, es ist wie flüssiger Glitzer. Wunderschön. Ah. Aber das Ergebnis ist nicht so schön. Das Ergebnis ist eine Sauerei. Ja, wir sitzen jetzt hier vor unseren Töpfen mit Glitzerfinger. Glitzerfinger, es riecht nach Nagellack und es riecht nach Seife. Und ich muss sagen, die letzten beiden waren richtig cool. Ja, muss ich auch sagen. Ich gucke jetzt mal, was hier aus dieser Nagellackgeschichte geworden ist. Ah, das hat sich auf jeden Fall hier aus der Schüssel so ein bisschen gelöst. Guck mal, ob ich nochmal hier in diesen Handschuh reinschlüpfen kann. Na, guck mal, wie das aussieht. Ich bin mutig und fasse ihn an. Er färbt nicht ab. Also ich bekomme keine blauen Finger. Ja. Auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, Schleim einzufärben, ne? Und wenn ich ihn so ganz dünn, hat das schon einen schönen Effekt. Ich nehme noch mal was. Oh nein, der Schleim ist in den Topf gefallen. Also, wir haben es gerade schon gesagt, so optisch, rein optisch war mein Favorit hier der, der Glitzerfluss, der vom Steckschaum runterläuft. Ja, ja, und ich glaube, da hattest du vorher die größten Bedenken, ne? Genau, weil ich Steckschaum hasse, wirklich hasse. Das ist eine meiner besonderen Eigenschaften. Kati, blonde Haare und hasst Steckschaum. Aber was auch Spaß gemacht hat, ist das mit der Seife. Ja. Also, ich habe über Glitzer. Also, drei witzige Ideen. Das erste nicht so optimal, die anderen beiden richtig cool. Und wir hoffen natürlich, euch hat das Video auch gefallen und Spaß gemacht. Dann natürlich Daumen nach oben dalassen und stimmt natürlich auch ab, welche der drei Ideen wollt ihr testen, welche war euer Favorit? Und auch gerne in die Kommentare schreiben, möchtet ihr, dass wir noch häufiger so verrückte Trends ausprobieren? Wir waren sehr kritisch am Anfang und hatten jetzt doch viel Spaß. Also wenn ihr nochmal sowas sehen möchtet, gerne unten in die Kommentare. Und ja, wir haben schon gesagt, Daumen nach oben da lassen. Gerne unseren Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.